Herzlich willkommen zur 40. Folge Pyanodon mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Hast du die Pause genossen? Ja, es gab Melönski. Und warum? Fußball. Okay. Weil unten Wassermelone von irgendeinem aus meiner Familie geschnitten wurde. So muss es sein. Gasventile. Und jetzt sollten wir hier auch definitiv genug Teer verbrauchen. Sollten wir das? Oder müssen wir das? Auf jeden Fall läuft die Anlage jetzt unten mit Koks auf Vollgas, so wie sie laufen soll. Das ist doch wundervoll. Und Mining Machines ist bald durch. Wow. Ja, danach haben wir doch noch eine 5000er, ne? Ja, für Aluminium, für das Dualumin, was du brauchst für den anderen Teil. Alles klar, okay, dann ist das ja dann auch bald. Bald, ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt 4 Folgen oder so alleine am Mining Machine sitzen haben, so ungefähr. Wenn nicht sogar länger. Na gut, jetzt sollte ja eigentlich wieder deutlich mehr Koks kommen, dass jetzt auch die Forschungsanlage wieder halbwegs vernünftig laufen sollte. Soweit die Theorie, ja. Genau. Soweit die Theorie. Jetzt ist nur das Problem, dass ich zu viel Schrott im Inventar habe. Wenn ich das hier richtig sehe, dass wir zu wenig Favoga E-Plantagen haben hier.
Jetzt haben wir so viel Kohlgas. Ich werde wahnsinnig. Was soll ich dann erst sagen? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Genau, weil das Kohlgas nicht mehr verarbeitet werden kann, weil jetzt hier oben kein Koks mehr ankommt. Klingt doch wundervoll. Sowas wie ein ich sage mal, wie so ein Überdruckventil haben wir nicht, ne? Das ist bisher gefunden, Alter. Kommt das vielleicht damit dabei irgendwie? Tank, 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 Tank. Hast du eine Risse in der Platte? Tank, 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 Tank. Prüfventil, Überflussventil. Super, das wäre Flüssigkeitsbehandlung. Das heißt, wir müssen dann so. Alter, was kommt da denn noch alles? Chipshooter. Achso, genau, Chipshooter-Maschine, das ist ja dafür da. Die bräuchten wir auch irgendwann mal. Ja, dann packen wir die schon mit rein. Formica mit Melaminharz. Melamin. Ich weiß jetzt nicht, wie du die reinmachen willst, wenn es eine Fortschrittsliste voll ist, aber gut. Wieso, habe ich das schon reingepackt? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das Kohlgas noch irgendwie loswerden könnte. Meintest du nicht was von, du hast 500 Tonnen Sediment noch irgendwo rumfliegen? Im Inventar habe ich noch was. Okay. Brauchst du? Ja, ich komme gleich zu dir. Ja, ich komme schon her. Also nicht 500 Tonnen, aber halt die 1400, die wir von Anfang noch hatten. Glaub mir, die sind mit einer Maschine, die 300 pro Crafting-Durchlauf braucht, relativ schnell weg. Oh, okay. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, ich wollte keine Eisenstangen bauen, ich wollte Kupferzahnräder bauen. Kupferzahnräder, da sehe ich mich ja. Oh toll, jetzt habe ich wieder 300.000 neue Rezepte. Oxygenfeld, Furnace, Smelter, Emitter, was weiß ich. Und 2429. So, und ich sollte mir jetzt mal das angucken hier mit dem optischen Set. Dafür brauchst du aber eh noch die jetzige Forschung, die gerade kommt. Außer wir haben doch inzwischen ein anderes Duralumin-Rezept, aber glaube ich. Na gut, Basiskomponenten für das Vorequipment, das ist ja nur Duralumin und Zinnplatten, da kriegen wir wenigstens die Zinnplatten los. Das ist ja ein Punkt davon. Leiterplatten haben wir Gummi. Wie sieht das mit Gummi aus? Gummi hat man doch schon erforscht, oder nicht? Oder auch nicht? Ich dachte eigentlich, wir hätten Gummi schon.
Forschungsschrank ist aber auch nicht drin. Dann müssen wir Gummi schon irgendwo haben. Wie wär's damit, einfach einen Gummipunkt zu gucken? Was? Wär's damit, einfach Gummipunkt zu gucken? Oder bei der Forschung GUM einzugeben, dann müsstest du es auch relativ einfach finden. Achso, das ist der Kram. Achso, ja, stimmt, das war ja das mit diesem Poly. Noch ein anderes Rezept. Riemen aus Gummi, Industrieruß. Ach ja, stimmt, Industrieruß war ja aus Teer. Deswegen hatten wir auch die Maschinen für Petrochemie drin, weil das ist nämlich die Vorforschung gewesen. Für Gummi. Tja. Ach man. Es geht daher natürlich rüber eine ganze Menge an Koks. Das heißt, irgendwann sollte das hier mal volllaufen. Die Theorie hier. So. Aber es gibt auch keinen anderen Weg, um Koks herzustellen, ne? Glaube nicht, ne? Kohle aus Koks. Koks aus Kohle. Koks aus Kohle. Koks aus Red Hot Coke. Oder aus heißem Restgemisch, ja, oder aus Teer. Dafür brauchen wir aber Maschinen für die Petrochemie MK2. Oder Coke Processing. Aber
Das ist halt wirklich nur das, was wir da haben. Was ist denn Red? Red Hot Coke. Achso, das ist einfach nur Kohle mit Dampf. Dafür brauchen wir aber Coke Processing Stage 2. Das hat dann drüben nichts zu suchen. Die Anlage frisst natürlich auch mal, also deine Anlage drüben, die frisst natürlich auch massiv viel Koks, ne? Für das Ethin. Kriegen wir Ethin irgendwo anders her? Wie wird Ethin auf Englisch geschrieben? Frage? Was ist denn der chemische Begriff davon? Steht auch nicht dabei. Da ist Ethin. Aus Calcium, Carbonat und Wasser. Das ist das, was du jetzt gerade machst, ne? Aus Tolin, ja. Und aus, ja, das ist die einzige Möglichkeit. Aber du kriegst leider Löschkalk raus. Können wir damit schon irgendwas anfangen? Natriumchlorid mit Kalkgestein. Leeren Brecher Klasse 1, alter Schwede, und Fett. Quarzpalp. Löschkalt und Titanium Pulp Stage 6 ist Titanium Solution Stage 1. Okay, nee. Synthesegas, also geht's da weiter. Synthesegas, nächster Versuch. Mit Koks zum Rennwagengemisch. Mit einer Kristallmine in einem Borax-Reservoir zu Borax-Kristallen. Die brauchen wir ja eh, ne? Borax brauchen wir eh, ja. Was ist darauf bezogen war? Ja, ja. Haben wir von hier drüben eine Anlage? Nein, hier ziehen wir noch nirgendwo Synthesegas weg. Haben wir schon irgendwo Synthesegas? Hier oder nicht? Wo? Das ist kein Synthesegas. Wir hatten es mal gehabt. Das gelbe Gas, was da rauskommt, ist doch Synthesegas hier. Wo? Ja, ja, da, genau. Aber ich dachte eigentlich, wir hätten das noch irgendwo anders gehabt, dass ich nicht jetzt noch... Okay, dann kommt die nächste Leitung quer durch die ganze Basis. Typisch. Ich
Ich hoffe, ich komme damit bis. Okay, komme ich natürlich nicht. Aber ich muss ja nur rankommen bis. Wo ist denn die Leerleitung? Bis nach da unten. Weil das war ja schon mal Synthesegas. Das war ja das, was ich mal so nebenbei so ein bisschen hergestellt hatte. Aber das darfst du schon in der nächsten Folge machen. Ja, leider ist es schon wieder so weit, dass wir Feier machen dürfen. Alles klar, dann würde ich sagen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss.